Hey Fans und Trainer da draußen, hier ist Finn und willkommen zu einer neuen Folge von Gira fragt mich. In diesem Video geht es um eure Kumpel und eine tolle Möglichkeit, den Aufgeregt-Status ohne einen Knusp zu erreichen. Los geht's! Das Kumpel-Feature ist in Pokémon Go schon seit 2016 im Spiel und ist seitdem schon durch einige Updates gegangen. Es gibt viele Vorteile, immer einen aktiven Kumpel mit sich zu führen. Er kann einem Bonbons und Mega-Energien bringen, Souvenirs und Geschenke bringen, wenn man gerade keinen Pokéstop in der Nähe hat. Ein weiterer Vorteil ist die Fanghilfe ab dem zweiten Herzlevel. Diese Hilfe rettet verworfene Pokébälle und sichert dem Trainer manchmal den Fang. Manche Pokémon entwickeln sich sogar nur durch den Gebrauch des Kumpel-Features, wie zum Beispiel Mobile oder Vonera. Hat man mit einem Kumpel die letzte Stufe Bester Kumpel erreicht, erhält das Pokémon ein Abzeichen und kann dann sogar ein weiteres Level hinzugewinnen. Ein maximal gepushter Bester Kumpel kann dann zum Beispiel Level 51 erreichen. Allerdings ist das Aufleveln mühsam. Um den besten Kumpel-Status zu erreichen, muss ein Kumpel insgesamt 300 Herzen gesammelt haben. Unter normalen Umständen kann der Kumpel jeden Tag 12 bis 14 Herzen sammeln. 3 für zurückgelegte Kilometer, 3 für das Verfüttern von Beeren, 1 für das Zusammenspielen, 3 für gemeinsame Kämpfe, 1 für einen Schnappschuss und 1 für das Drehen eines neuen Pokéstops. Zusätzlich kann es noch bis zu 2 Herzen für das Bringen von Geschenken oder Souvenirs verdienen. Will man pro Tag mehr als diese Herzen verdienen, muss das Pokémon den Gemütszustand aufgeregt erreichen. Im Aufgeregt-Status kann es in allen Kategorien doppelt so viele Herzen erreichen wie normalerweise, also 24 bis 26. Außerdem werden die Kilometer, die der Kumpel braucht, um einen Bonbon zu finden, halbiert. Aufgeregt erreicht man am einfachsten durch das Item Knosp, das man dem Pokémon verfüttert. Knospe sind sehr rare Items und regulär für 100 Münzen im In-Game-Store erhältlich oder selten mal in einer Spezialforschung. Der einzig andere Weg, sein Pokémon aufgeregt zu machen, ist durch genügend Interaktionspunkte. Jede Aktion, die ihr mit dem Kumpel durchführt, wie Füttern oder Kämpfen, gibt im Hintergrund unsichtbare Interaktionspunkte. Schafft man es, 32 Interaktionspunkte zu sammeln, wird das Pokémon aufgeregt und kann dann noch mehr Herzen sammeln als sonst. Hier ein kleiner Shoutout an den Reddit-User G479, der zusammen mit vielen weiteren Unterstützern in mühevoller Kleinarbeit herausgefunden hat, wie man seinen Kumpel ohne Knosp und ohne auch nur einen Meter zu gehen aufgeregt macht. Folgt ihm auf Twitter oder gebt ihm einen Kaffee aus als Dank für diese Arbeit, von der wir alle profitieren. Nun aber zum Ablauf. Folgt ihr dem folgenden Ablauf, wird euer Kumpel aufgeregt sein und ihr könnt pro Tag mindestens 24 Herzen verdienen, womit ihr jedes Pokémon innerhalb von 12 bis 13 Tagen zum besten Kumpel machen könnt. Als erstes solltet ihr euren Kumpel einwechseln. Allein das Wechseln des Kumpels gibt im Hintergrund 2 Interaktionspunkte. Also wenn das Pokémon bereits als euer Kumpel drin ist, tauscht es gegen ein anderes aus und wieder zurück. Damit ist der Startschuss gegeben. Nun geht ihr ins Kumpelspielmenü und führt dort das Spielen, das Füttern von 3 Beeren oder einer goldenen Himbeere und den Schnappschuss aus. Für jede dieser Aktionen verdient euer Pokémon 2 Interaktionspunkte und jeweils ein Herz. Als nächstes führt ihr einen Kampf durch. Es ist völlig euch überlassen, ob ihr einen Rocket-Kampf, einen Arena-Kampf, einen Raid oder einen Trainerkampf gegen einen Teamleiter durchführt. Euer Kumpel muss nur Teil des Teams sein. Ich persönlich nehme meist Rocket Stops und gehe sofort wieder aus dem Kampf. Das reicht, um das Herz und die 2 Interaktionspunkte zu verdienen. Habt ihr keine Pokéstops in der Nähe, könnt ihr einfach gegen einen der Teamleiter antreten und euch besiegen lassen. Für diesen Zweck könnt ihr euch ein Team aus eurem Kumpel und 2 WP-schwachen Pokémon speichern. Dann geht es flinker. Ihr könnt natürlich auch gewinnen, je nachdem, wie schnell es gehen soll. Nach diesen ersten Schritten stellt ihr euch einen Wecker auf 30 Minuten. Alle 30 Minuten verliert euer Kumpel einen seiner verdienten Interaktionspunkte. Das ist nicht weiter schlimm, solange man stetig weitere hinzufügt. Nach 15 Minuten des ersten Timers eine der Aktionen Füttern, Spielen oder Schnappschuss nochmals ausführen, um keinen Interaktionspunkt zu verlieren. Den Timer auf weitere 15 Minuten stellen und nach Ablauf dieser Zeit das erste Set wiederholen. Mit dem Kumpel spielen, diesmal nur eine Beere füttern, einen Schnappschuss machen und einen Kampf absolvieren.
Damit habt ihr weitere 8 Interaktionspunkte verdient. Stellt euch dann abermals einen Timer auf 30 Minuten. Innerhalb dieser Zeit wird euer Kumpel einen Interaktionspunkt verlieren. Macht euch darüber aber keine Sorgen. Nach Ablauf der Zeit folgt das dritte Set aus Spielen, 2 Bären verfüttern, um ein Herz zu bekommen, Schnappschuss und Kampf. Dadurch verdient ihr wieder 8 Interaktionspunkte und seid jetzt bei 25. Nun kommt der letzte 30 Minuten Timer. Wieder wird euer Kumpel im Hintergrund einen Interaktionspunkt verlieren. Nachdem die 30 Minuten abgelaufen sind, vervollständigt abermals ein Set aus Spielen, Füttern, Schnappschuss und Kampf und mit diesen letzten 8 Interaktionspunkten vervollständigt ihr die 32 und erhaltet als Resultat einen aufgeregten Buddy. Erkennbar an dem strahlenden Gesicht. Alle Herzplätze verdoppeln sich, ausgenommen die Bonusplätze für die Geschenke, und ihr solltet nun, wenn möglich, mit eurem Kumpel spazieren gehen. Der aufgeregte Status hält so lange an, wie ihr euren Kumpel über die 32 Punkte haltet, also solltet ihr regelmäßig mal einen Schnappschuss oder ähnliches machen, auch ohne ein Herz zu verdienen. So könnt ihr für diesen Buddy an diesem Tag bis zu 26 Herzen verdienen, vorausgesetzt ihr habt so viele ungedrehte Pokestops in der Umgebung. Aber auch mit 20 oder 22 Herzen pro Tag habt ihr das Ziel schnell erreicht. Ich habe das System jetzt schon mehrmals getestet und es hat jedes Mal funktioniert. Je nachdem, wie viele Kämpfe man zwischendurch macht, kann es sogar schneller gehen als 1,5 Stunden. Aber das ist schnell erledigt und man kann sich anderen Dingen widmen. Vielen Dank an G479 auf jeden Fall, ich finde das extrem hilfreich. Damit wünsche ich euch viel Spaß mit dem Kumpelsystem. Ich arbeite weiter an meiner persönlichen Aufgabe, jedes Eis-Pokémon zum Best Buddy zu machen, und so kommt die Platin-Medaille jeden Tag ein Stückchen näher. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video hilfreich. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, und wenn ihr mehr dieser Videos sehen wollt, ist der Abo-Button euer Freund. Es hilft dem Kanal und ist zudem noch völlig kostenlos. Wenn ihr keine Folge von Gera fragt mich mehr verpassen wollt, klickt einfach auf die kleine Glocke und ihr werdet informiert, sobald ich ein neues Video online stelle. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Adios, Tragosso!